Der Gratis-Autoverlad durch den Lötschberg bleibt das Thema. Das Agassehoren soll einen neuen Namen bekommen und das Open Air Gampel 2008 ist gestartet. Das sind die Themen von den Walliser Nachrichten vom Donnerstag, 14.01.2008. Schön, Sie damit dabei. Die Walliser Politiker wollen euch weiterhin einen Gratis-Verlad am Lötschberg. Obwohl jetzt auf der Berner Seite ein Gegenvorstoss ist lanciert gekommen. Der Vorstoss ist vom Kandersteger Grossrat Hans Rösti gekommen. Einer der Hauptgründe dafür ist die Angst, dass der Verkehr im Fruttigtal zunehmen könnte. Mit einem möglichen Nein von der Berner Seite ist laut Staatsratspräsident Jean-Michel China schwierig, den Gratis-Verlad durchzuboxen. Wir brauchen Unterstützung, die über die Kantonsgrenze darüber hinausgeht. Eine deutschschweizerische Künstlerin will das Agassiz-Horen ins Rente-Horen umtaufen. Per Helikopter will die Künstlerin Sascha Hüber auf den Gipfel fliegen und da eine Tafel mit dem neuen Namen anmachen. Der Luis Agassi, der dem Horen den Namen gegeben hat, ist einerseits ein Schweizer Naturforscher und andererseits ein Rassentheoretiker, der in Kreisen auch als Vater des wissenschaftlichen Rassismus gelten. Die Stadtseite wehrt sich vermutlich gegen die neuen Kampfjets, falls die tatsächlich lauter sind als der geforderte Ersatz für den Tiger. Derzeit testet man in der Schweiz drei Modelle, die der Kampfjet Tiger ersetzen könnte. Die sind aber alle lauter oder gleich laut wie der Jet vom Typ FA-18, was schon jetzt lauter ist wie der Tiger. Laut dem Stadtrat Alfred Squarate fordert die Stadtseite ein weniger lautes Flugzeug vom Typ PC-21. Am Donnerstagnachmittag hat das Open Air Gampel 2008 seine Porte aufgetan. Zahlreiche Besucher sind auf das Festgelände geströmt. Schon am Morgen um 8 Uhr haben die ersten Besucher auf dem Zeltplatz Zelt aufgestellt. Am Abend um 16:30 Uhr war die Band Cole, die das Festival musikalisch eröffnet hat. Später haben am Donnerstag am Abend die Hives und die Fantastischen Vier einen Gastauftritt im Oberwallis. Am Freitag hat Petrus nicht so recht gewusst, was er wollte. Zeitweise war es schön, zeitweise hatte es Wolken, was er in den nächsten Tag will oder einmal vorhat. Das sieht er im Walliser Wetter. Zuerst aber nochmal der Blick auf den Donnerstag. Wie man hier sieht, durch die Wetterkamera, durch die Bettmeralp, ist der Abend durch immer wie bewölkter gekommen. Der Freitag ist dann im ganzen Oberwallis regnerisch. Einzig in Brig, Fischb und im Aletschgebiet kann der Sonne mal durchkommen. Sonst gibt es aber Regen von A wie Aletsch bis Z wie Zermatt. Das bei Temperaturen von 16 Grad zu Griechen, 18 im Goms, 24 zu Brig und 18 Grad zu Leikerbad. Zu den Aussichten für den nächsten Tag. Open-Air-Freunde können am Samstag aufatmen, dann soll es nämlich nicht mehr regnen. Wir haben zwar noch einzelne Wolken und 22 Grad. Am Sonntag kann es gegen den Abend ein oder andere Regentropfen geben, das bei 23 Grad. Und auch der Montag zeigt sich ein bisschen regnerisch bei 23 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten vom Mittwoch, 14.01.2008. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns spätestens nächstes Mal.